Hallo, hier ist das Team vom SupportNet und heute zeige ich euch den Store von Microsoft, der bei Windows 8 eingefügt wurde. So, wir haben hier oben das Symbol, eine blaue Kachel mit einer weißen Einkaufstasche, die klicken wir mal an. Und hier können wir jetzt schon uns Apps herunterladen. Dabei gibt es kostenlose, kostenpflichtige und mit dem Mausrad scrollen wir das ganze Ding hin und her. Oder wir gehen einfach unten auf den Balken und ziehen diesen hin und her mit der linken Maustaste. Gut, wir können uns jetzt natürlich für eine Kategorie entscheiden. Wir gehen jetzt natürlich einfach mal auf Top kostenlos. Und da können wir uns zum Beispiel Spiele anschauen oder irgendwelche Apps, die einfach nur kostenlos sind. Wenn wir jetzt eine anklicken, wir sehen hier Games, können wir jetzt einfach sagen installieren oder wir schauen uns vorher die Beschreibung an. Wir können hier nochmal andere Bilder anklicken, schauen, um was es hier geht. Gut, jetzt brauchen wir einfach nur auf installieren klicken. Und hier oben wandern dann die Punkte durch und dann steht hier Hivemind wird installiert. Wenn wir zurück auf den Startscreen gehen, sehen wir, wenn wir die App anklicken, einen kleinen Statusbalken, der jetzt aber schon wieder rum ist, weil die App installiert wurde. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert hat alles. Hivemind, einmal anklicken und jawohl. Gut, das funktioniert natürlich alles nur, wenn ihr auch eine Microsoft Live ID habt, die könnt ihr euch aber ohne Probleme registrieren. Wenn ihr die Live ID mal wechseln wollt, könnt ihr einfach in die Einstellungen gehen und dann unter Konten und Einstellungen sagen Benutzer wechseln oder den jetzigen Benutzer abmelden. Dann müsst ihr natürlich wieder ein Kennwort angeben. Gut, wenn ihr euch eine kostenpflichtige App ausgesucht habt, zum Beispiel diese hier, könnt ihr vorher sagen, testen, dann wird diese wieder runtergeladen. Ihr könnt ein, zwei Level durchtesten, je nachdem, was der Entwickler vorgesehen hat und dann euch entscheiden, ob ihr sie kaufen möchtet. Gut, das war der Store von Microsoft und viel Spaß beim Ausprobieren.